Kommen wir jetzt noch zu meinem Bühnenjubiläum? Nein. Nee, wir kommen, nein, wir kommen nicht mehr. Ich habe, es ist auch irgendwie dieser Film gestern Abend, habe ich völlig rausgebracht. Das du hast halt auch so viele Stationen in deinem Bühnenjubiläum gehabt, dass natürlich. Wir bräuchten eigentlich. Und wir sollten es richtig groß rausbringen, mein Bühnenjubiläum, weil es gibt eigentlich nichts Provinzielleres, als das eigene Bühnenjubiläum zu feiern. Man kann prinzipiell sagen, je kleiner die Klitsche, an der man sein Leben lang rumgeschmiert hat, desto größer das Bühnenjubiläum. Ja? Für den richtigen Schmiranten wird extra ein Stück angesetzt, wo er die Hauptrolle spielen kann. Vorne an der Rampe. Verstehst du? Ganz allein mit ganz viel Text. Aber es ist tatsächlich am 1. September 1981 begann mein erster Vertrag an den städtischen Bühnen Augsburg. Jetzt hör mal auf! Es reicht. Es reicht. Und du hast mich gezwungen, das hier so groß raushängen zu lassen. Es ist unglaublich kleinkariert. Es riecht förmlich nach Wohnküche, das eigene Bühnenjubiläum zu feiern. Ein altes Foto von dir sehen. Bitte? Soll ich mal ein altes Foto von dir zeigen? Aus welcher Zeit? Aus dem Programmheft Augsburg 1981, also als das Ensemble, denke ich mal, vorgestellt wurde. Als das Ensemble vorgestellt wurde, wo man also schreibt. Oder nee, noch besser, ich zeige ein Foto, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Das würde auch, also bei Letterman wird das irgendwie unter Old Man with Big Glasses laufen. Da hast du eine unglaubliche Brille an. Zeig es bitte. Also da hast du, das können wir mal zeigen, weil das hat eigentlich nichts mit deiner Karriere zu tun, das ist einfach nur gut. Von wegen nichts mit meiner Karriere zu tun. Dieses Foto war mein Bewerbungsfoto für das Vorsprechen von der Schauspielschule. Ach, so 6000 Mal verschickt. 6000. So alt? Wie so alt? Ja, aber dann ist es ja noch vor deiner Bühnenkarriere, also vor 78. Ja, ich gehöre zu den wenigen, die Schauspielschule vor der Bühnenkarriere gemacht haben. Ja. Das war vor meiner Zeit. Und 6000 Mal verschickt und dann bekam ich Briefe aus Wilhelmshaven und Augsburg, wir würden Sie gerne kennenlernen. Aber ach so, nach der Schauspielschule, aber für die Theater. Ja, du schickst Briefe, so wie du hier schreibst, habe keine Ausbildung, bin aber geil, würde gerne Regie führen oder so. Ja. So schreibst du einfach da, habe Schauspielschule beendet, würde gerne zum Vorsprechen kommen. Und diese Brille, das war sozusagen, das ist ein Dokument der deutschen Optikentwicklung. Randlose Brille, bevor es diese Spezialgläser gab, wo du auch mit 8 Dioptrien randlose Gläser anbohren konntest. Ja, aber die ist doch viel zu groß unten rum. Zeig noch mal. Ja, aber das ist, weil ich damals dieses Griechische in der Ausstrahlung hatte. Außerdem bin ich nicht generell zu groß unten rum. Das ist von der Amelie. Ja, weil man in diesem Amelie-Film, ja, wird man total entsexualisiert. Sie hat zweimal Sex in diesem Film, aber es macht ihr keinen Spaß. Mhm. Und das Ergebnis ist der Film. Mhm. Sie versucht den ganzen Film über das abzuarbeiten. Gehen wir da morgen nochmal drauf ein, auf meinen Bühnen? Ja, morgen müssen wir ja die Waffen von Mazedonien analysieren. Wir haben Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen. Morgen stellen wir Ihnen die Waffen hier vor, die in Mazedonien eingesammelt werden. Wir haben festgestellt, dass viele ehrenamtlich runterfahren und helfen wollen. Mhm. Bitte lassen Sie das. Bitte. Ein NATO-Auftrag. Ja? Aber wir haben festgestellt, dass viele immer von Waffen reden, ohne genau zu wissen, welche Waffen sind es. Und wir werden morgen einen Experten hier haben, der uns die von der Bundeswehr gelieferten Bilder erklärt und sagt, diese Waffe, diese Waffe, diese Waffe. Genau. Das werden wir morgen machen. Ja, und von daher, wir müssen jetzt mal einen Termin finden, wo wir echt genug Zeit haben. Wofür? Um deine Karriere zu machen. Ja, aber deine Karriere, das ist das Kleinkarierteste, was es gibt. Das ist dieses ständige Bühnenjubiläum und dann, ich war seit 20 Jahren im Beruf und keinen Tag ohne Engagement. So, ich danke jetzt meiner Frau. Grüß Sie. Hast du mal sowas erlebt? Nein. Du warst doch nie bei der Bühne. Nein. Aber du hast doch mal ein Stück gespielt. Die Zeit haben wir noch. Was denn für ein Stück? An der Schule. Ja. Naja, du an der Schule habe ich oder zwei im Stücke. Studium? An der Schule habe ich zwei Stücke gespielt. Welche waren das? Im Studium eins. Welche waren das an der Schule? Was ihr wollt, Shakespeare. Was hast du da gespielt?
Den Ritter Tobias Rülp. Abräumer. Ja, toll. Wie wir am Stadttheater sagen. Zack, ja. Fechtszenen, Saufzenen, da Rülpe. Da knallt's Gags am Laufen. Und wen noch, was noch? Dann Die Liebe der vier Obersten von Peter Ustinov. Oh, hab von Sir Peter. Ja, genau. Habe ich den russischen Oberst gespielt. Mhm. Mit auch. Akzent, russischen? Nö. Nee. Nur mit Orden, so. Aber jetzt das Stück, das ich meine. A Streetcar Named Desire. A Streetcar Named Desire. Wir von der Landbevölkerung kennen es unter Endstation Sehnsucht. Welche Rolle hast du da gespielt? Den Stanley Kowalski. Wer hat das im Film gespielt? Marlon Brando. Ja. Ja. Du findest meine Brille war untenrum zu groß? Ja, die war Ich werde jetzt viel Geld ausgeben, um Ausschnitte von diesem Marlon Brando-Auftritt von dir zu finden. Gibt's da. Da haben doch sicher Eltern mitgefilmt, oder? Das war zur Studentenzeit, da haben keine Eltern mitgefilmt, also meine nicht. Nee. Und wer war das Blanche? Das war im englischen Original, das war richtig. Im englischen Original? Im englischen Original. Und wer war Blanche? Habe ich den Namen vergessen. Du hast den Namen deiner Partnerin vergessen? Ja, die hat auch gewechselt. Irgendwann. Wir haben das. Wir haben, unbesetzt. Die, bitte? Muss sie unbesetzt werden? Ja. Zu schlecht? Nö, hatte was anderes vor. Erinnere mich auch an Augsburg. Wir kommen noch dazu. Und am 1. September, meine Damen und Herren, hatten wir damit begonnen, ein großartiges Provinzjubiläum zu feiern, nämlich mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. 20 Jahre ist es her, dass ich den Menschen Freude bringe. Ja, genau. Viele Menschen haben das nicht gemerkt, aber Es ist so. Wir haben damals begonnen, darauf hinzuweisen. Der Antrag wollte das wieder ausgiebig feiern, wie es seine Art ist. Ja, genau. Das lohnt sich ja auch. Ich meine, also eine 20-jährige Karriere, immerhin, das hat nicht jeder hingelegt. Sag es nicht und, so abschließend, weißt du? Es ist echt. Es begann, und ich habe es nochmal hier, am 1. September 1981 an den städtischen Bühnen Augsburg, eines der renommierten Häuser in Deutschland, ein sogenannter Dreispartenbetrieb, Oper, Ballett, Schauspiel und die große Freilichtbühne am Roten Tor. Liebe Augsburger, ihr wisst es, ausverkauft jedes Jahr. Ivan Reprov hat dort inszeniert, Aida und so weiter mit 400 Elefanten und 200 Sängern und ich weiß nicht. Wirklich, toll, die größte Freilichtbühne nördlich der Alpen und mein Vertrag. Ich wollte ihn mitbringen, um ihm zu zeigen, wie dieser Vertrag damals ausgesehen hat. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Tja. Er muss bei einem der zahlreichen Umzüge oder bei einer der noch häufigeren Fluchten verloren. Ich habe versucht, mich zu erinnern, ob ich irgendwann mal vom Fuße einer Treppe die Worte gehört habe und lass dich nie wieder blicken! Und das Letzte, was auf mich zuflog, war mein Vertrag aus Augsburg. Ja. Ja. Aber unser Geheimagent Dr. S. hat es geschafft, aus Augsburg Rudimente des Vertrages sich faxen zu lassen. Und von den städtischen Bühnen Augsburg Anfänger im ersten und zweiten Jahr. So hieß das offiziell. Mhm. Man ist Anfänger, man spielt 4128 Rollen pro Jahr. Die meisten ohne Text, hat keine Rechte, aber sehr viele Pflichten. Und das hier, schauen Sie noch, auf einer guten alten Schreibmaschine getippt. Ja. Der Intendant Herr Helge Thoma. Mein erster Arbeitgeber. Vorher Oberspielleiter der Wiener Staatsoper, Charmeur, Regisseur, Musikliebhaber. Dieser Vertrag, Schauspieler Anfang im ersten Jahr, alle Veranstaltungen der städtischen Bühnen, Augsburg und Gastspielorte, das heißt auch Kellnern, Aufstuhlen, alles. Beginnt am 1. September 81, endet am 31. August 83 und die Gage 2000 Mark monatlich. Und das war top. Ja? Ja, das war absolute Top-Gage, denn ich hätte auch nach Wilhelmshaven gehen können. Mhm. Auch dort schrien die Menschen nach mir. Ja? Und einen Tag bevor ich bei der Landesbühne Wilhelmshaven unterschrieben hätte, für 1600 Mark. Echt nur? Ja. Wir echt nur. Ja, ich dachte, das wäre schon ziemlich gleich bei den Bühnen. Also das Theater ist nicht Fernsehen, wo der letzte Loser noch 10 Mille kriegt. Ja. Ja? Nein. Nein, 1600 Mark, das Anfängergehalt hat geschwankt zwischen 1600 und 1800 Mark oder 2000. Aber ja. 2000 war sehr, sehr viel. 2000, 1350 rausgekriegt, 600 meine Wohnung gekostet und den Rest Party. Jeden Abend Party in Augsburg. Und die Zuteilung der Rollen erfolgt nach Maßgabe der Intendanz. Das ist ein gefährlicher Satz, weil das heißt, welche Scheiße spiele ich morgen? Das Mitglied ist verpflichtet, auch Rollen kleineren Umfangs. Das hat man mir reingeschrieben, auch Rollen. Es hätte eigentlich heißen müssen, ausschließlich Rollen kleineren Umfangs zu übernehmen und im Musical mitzuwirken.
Ja, du weißt, ich habe ein Musical gespielt. Frag mich, welches Musical ich in Augsburg gespielt habe. Ich weiß es zwar. Was welches, denn? Aber welches? Was denn? Falsche 50er. Das habe ich inszeniert. Oh, echt? Da haben wir ein Foto. Ich jetzt möchte endlich mal ein Foto zeigen. Welches? Von Falsche 50er habe ich ein Foto. Nein, zeig es. Ja, natürlich habe ich von Falsche 50er. Nee, entschuldige mal. Das haben wir doch schon am 1. September gezeigt. Das ist dein Bewerbungsfoto gewesen. Mein Bewerbungsfoto. An 4000 Theater geschickt und ja, von 5000 zurückgekommen. Belästigen Sie uns nie mehr mit diesem Foto und überhaupt Post von Ihnen. Nein, die Falschen 50er hat Jürgen Scheller inszeniert. Die Legende von der Lachen. Das bist du, oder? Schau dir das an. Ja. Schau dir das an mit meinen legendären Kolleginnen Eva-Maria Keller und Gabriele Grund. Und ja, außerdem aus dem gleichen Musical haben wir noch ein Foto. Moment. Ja. Das? Das. Unglaublich. Ah, da hat sie schon Gel in den Haaren, oder? Nee, ich hatte kein Geld für Shampoo. Nein, das war die falsche 50er. Da ging es irgendwie um Traumurlaub auf Hawaii. Aha. Ich glaube, ich habe da gesungen, steig in das Traumboot der Liebe. Man sieht es nicht, aber man hört es. Okay, dann frage ich dich jetzt, was war das erste Musical, in dem du gespielt hast? Anna Tefka. Anna Tefka, wenn ich einmal reich wäre. Ich meine, die Rolle habe ich natürlich nicht gespielt, sondern den Studenten. Den Studenten, der eine der Töchter von Milchmann Tevje geheiratet hat. Aber das war nicht deine erste Rolle. War deine erste Rolle in Nathan der Weise? Ist doch kein Musical. Nein. Es wirkt in Augsburg wie ein Musical, aber es ist kein Musical. Meine erste Rolle in Nathan der Weise war der erste Mameluck. Damals ein Volk, das man gar nicht kannte, heute vielleicht ein Volk, mit dem man sich bald wieder beschäftigen muss. Die Mamelucken. Weiß man da genaueres über die? Gibt es die noch, die Mamelucken? Ich hatte den berühmten Satz, nur hier herein, zum Tempelherr. Mhm. Eigentlich dachte ich, spiele den Tempelherr. Deutsch, groß, blond, strahlend, mit Schwert, im Nahen Osten. Ja? Mhm. Tempelherr. Lessing, lange her, Toleranz, Ringparabel, muss ich mehr sagen. Aber ich habe den ersten Mamelucken mit so einem angeklebten Bart und den habe ich mir dann nicht mehr rangeklebt in den weiteren Vorstellungen. Weißt du, das war mir zu blöd. Echt? Ja, ich hätte auch so schwer Geldsäcke reintragen müssen im vierten Akt oder so, war mir auch zu blöd, hab einen Sack von draußen reingeworfen und bin ich mir aufgetreten. Daraufhin, Ding Dong, Termin beim Intendanten. Echt? So nicht, Herr Schmidt. Und das guckt er hier, das war meine allererste Rolle. Sehr geehrter Herr Schmidt, ich möchte Ihnen den Vorprobentermin mitteilen. Hier, meine damalige Adresse, falls Sie mal hinfahren wollen. Hospitalstraße 26 Stunden. Studentenwohnheim, ja. Mhm. Sehr geehrter Herr Schmidt, hiermit möchte ich Ihnen den Vorprobentermin für das Märchen Die Schneekönigin mitteilen. Wurde im Sommer geprobt, ja, Juni geprobt, 29. November Premiere. Und da habe ich gespielt von Christian Andersen Kai, weißt du, den Jungen in der Schneekönigin. Ich war zwar der einzige Junge, der 4 Meter größer war als seine Großeltern, aber Riesenerfolg. Und weißt du, wer meine Großmutter war? Nein. Annemarie Wendel, die legendäre Hausmeisterin aus der Lindenstraße. Ja, meine Großmutter. Ich muss immer sagen, Großmutter ist nicht böse. Großmutter ist nicht böse. Das war der, wo ich angefangen habe zu tölen. Du hast aber auch, ziemlich früh, glaube ich, dieses Einzelstück, Strategie eines Schweins. Ja. Da sahst du so aus. Da hast du wohl die Gedanken eines Mastschweins beim Abschlachten geschildert. Hier ist ja, ich habe auch einen Ausschnitt aus einer Kritik. Obwohl das Stück gegenüber der Originalfassung stark gerafft wurde, es dauert hier nur eine Stunde, steigert sich Harald Schmidt in seiner Rolle so, dass er am Ende schweißgebadet ist. Also das steht da zu deiner schauspielerischen Leistung. Das Stück wurde auch nicht im Theater gespielt, sondern das sind so Tricks, mit denen man Anfänger reinlegt. Ja? Ja, so. Ich habe da ein tolles Stück für dich. Die Strategie eines Schweins, das läuft in Paris seit 40 Jahren ausverkauft. Ja? Und das wurde in einem Gasthaus gespielt. Das hieß dann Theater unterwegs. Und da waren so 80 Leute drin. Die meisten haben also sich belästigt gefühlt beim Trinken. Das sind so die Tricks, mit denen man Anfängern vorgaukelt, ja, sie hätten große Rollen. Mhm.
Und ich muss aber natürlich diese ganze, es war länger als eine Stunde, dieses versoffene Kritikerloch ist natürlich zu früh gegangen. Das war eine Frau. Sag ich doch. Ja. Die Welt ist so hart, um sich noch mit Floskeln aufzuhalten, meine Damen und Herren. Ich erwarte eine Neubewertung dieser Leistung von mir. Ja, ja? Schweißgebadet war ich gar nicht, weil dazu hätte ich mich anstrengen müssen. Ja, weißt du? Ich saß im Stroh und der Anzug wurde extra angefertigt. Mhm. Pinkfarben. Und die Ohren wurden natürlich auch extra gemacht. Scheint ihn nicht zu beeindrucken. Das sieht man. Doch, doch, doch. Nee, das ist irre. Ja, ja, nein. Der viele Text, die weißen Handschuhe und so weiter. Ja, doch. Dann, das muss auch von deiner Augsburger, das kann man nicht genau zuordnen. Das ist auch aus deiner Augsburger Zeit, das Foto. Das ist dasselbe wie vorher mit dieser schmalen Brille. Ach so, sieht ja nicht so aus. Ja, du musst ja deine Vielseitigkeit zeigen bei der Bewerbung. Ein Foto mit Brille, ein Foto ohne. Ah, verstehe, ja. Gut. Ja, hier das waren übrigens noch meine eigenen Zähne damals. Was ist das denn? Oh. Schau mal, hast du wohl einen Brechtabend gemacht? Hast du da mitgemacht? Oder? Alles gemacht. Texte rausgesucht, Klavier gespielt und die Kollegin, mit der ich zusammen aufgetreten bin, in Schach gehalten. Aha. Weil sie wollte noch mehr singen, noch mehr singen, noch mehr Texte, noch mehr Texte. Sehr gute Frau. Ja. Lisa, Christel Peschke. Aha. Christel Peschke, Grüße. Die ist, glaube ich, immer noch in Augsburg, oder? Das und, könnte jetzt auch, finde ich, also siehst du so ein bisschen aus wie Paris Ende der 60er. So gleich geht's. Ja, ich habe mir auch jeden Abend eingeredet, ich bin in Paris Ende der 60er. Aber es war Augsburg Anfang der 80er. Ja. Mit Brecht, dem großen Sohn Augsburgs, den der Gemeinderat in Augsburg zu einem Jubiläum geehrt hat, mit einem Kranz, den man ans Haus gehängt hat. Es war zwar das falsche Haus, aber man hat es gut gemeint. Bertolt Brecht. Das ist noch ein Zehnfoto. Das Stück heißt, weißt du es? Das Stück heißt, komm raus aus dem Schrank. Genau. Und war eine Boulevardkomödie. Und der Herr in der Mitte, mit dem saß ich in der Garderobe. Immer zwei Schauspieler haben sich eine Garderobe geteilt. Das ist der leider verstorbene Hans-Heinz Frank, Vater des allseits geschätzten Schauspielers Pierre Frank. Ah. Ja. Und wir saßen in einer Garderobe. Und er hat mir erzählt immer, jeden Abend, wir hatten beide nicht so viel Text und immer, erst haben wir über alles gelästert, was im Theater gemacht wurde, den Intendanten, das ganze Kollegium runtergezogen und dann hat er mir erzählt, er hat mit Kinski früher mal gespielt in München. Echt? Und ja, um in Stimmung zu kommen, musste Kinski immer rohes Fleisch in die Garderobe geschmissen kriegen. Hat er mir erzählt, es musste ein Metzger kommen. Und dann Kinski rein. Der Autor heißt Philip King, sehr erfolgreiches. Lauf doch nicht immer weg, ist das andere Stück von ihm. So eine Komödie, weißt du, mit genauem Timing. Hinten hochkommen am Sofa, Kissen fliegen rein, raus, zack, wo ist mein Mann, wupp, ab in den Schrank und so, Türen fliegen. Ach so. Großer Erfolg. Da gibt es auch eine Kritik, da wirst du erwähnt, der maulfaule, stocksteife Willy Brix, in Klammern Harald Schmidt, zehrt von ein paar mimischen Gags. Das ist aber schon ziemlich gut. Das ist für Sie nichts Neues, meine Damen und Herren, oder? Mehr? So, und dann gibt es hier. Wo habt ihr, die Foto alle beim Theater? Hier, schau mal. Das war, welches Stück? Ich weiß nicht. Das war Weihnachten an der Front. Ja, Jérôme Savary. Savary. Ja. Und die Rolle hieß Joe. Schützengraben, Erster Weltkrieg. Und die Figur träumt von einer Karriere im Varieté. Und das Lied, das wir da gesungen haben, hieß In 1000 Jahren oder auch mehr ziehen wir beide noch immer umher. Riesenhit für mich. Für mich persönlich waren eigentlich alle Aufführungen gigantische Erfolge. Ja? Der Rest des Ensembles wurde teilweise negativ bewertet. Nein, es war nicht so. Aber in Erinnerung verklärt sich manches. Guck dir das an. Man, das hat doch Großstadtformat, dieses Bild, oder? Ja, absolut. Das ist doch nicht Provinz, oder? Also das könnte das wirkt doch nicht sein, irgendwie wie gerade noch geschafft, sondern das ist Showbiz. Genau. Und dann hast du da schon die ersten Soloprogramme gemacht, weil wir haben auch noch ein Bild aus Augsburg. Da hast du wohl schon was so alleine zum Besten gegeben, oder ist das einfach zu Hause? Ja, das ist anders. Das ist so, Schauspieler, die, sagen wir mal, nichts zu tun haben oder unbegabt sind, die werden häufig in sogenannten Beiprogrammen eingesetzt. Mhm. Also da kommt dann so die 58-jährige Soubrette raus in Netzstrümpfen und sagt, hello ladies and gentlemen. Und singt dann irgendwie, willkommen, bienvenue, willkommen im Cabaret. Und unten ist man begeistert. Und in solchen Programmen wurde ich sehr, sehr häufig eingesetzt, um mich... Und
Und um mich noch weiter nach vorne zu drängen, ja, ich habe jede Gelegenheit genutzt, verstehst du, um Kollegen von der Bühne zu boxen, ja, habe ich gesagt, ich kann auch Klavier spielen und habe dann auch Klavier gespielt. Ich weiß aber nicht, wo, das weiß ich nicht mehr, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Also da hast du jemanden begleitet, das war noch nicht Solo-Programm. Nein, 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 da habe ich jemanden begleitet. Aber dann hat dich Kai Lorenz entdeckt oder kurz empfohlen und dann gingst du hierhin. Da stehst du vor dem Komödchen. Komödchen, ja. Ja. Das und, Komödchen. Ja, und da gibt es auch ein paar Menschen aus dem Ensemble. Ja, das ich ist mit Thomas Freitag und die Kollegin war Jutta Hahn und das war so ein Pressefoto für das Programm. Ich weiß nicht, das hieß irgendwie, wir laufen noch weg oder wir kommen bald rüber oder so. Die Programme hatten ja immer so doppeldeutige Titel. Hurra, wir kleben noch oder es war immer ein langwieriger Prozess, die Titelfindung. Sie kennen das heute noch vom Kabarett. Also rette sich mit Kahn oder so, also so Wortspiele, die dann schnell veralten, aber eben am Anfang für große Furore sorgen. Ja. Hier hast du, den kennt man auch, Hugo Egon. Hugo Egon Balder war dann im Ensemble Stadt Thomas Freitag und das war auch mein erster Job im Radio. Urlaubsvertretung für Hugo Egon Balder bei RTL Hörfunk aus Düsseldorf, die Sendung hieß Mahlzeit. Da hast du aber geschrieben, nicht, oder? Hast du da auch? Nee, moderiert, 4 Wochen. Ach, Urlaubsvertretung für Hugo, ja. Und die hatte so eine Erkenntnis, Mahlzeit, Mahlzeit. Hier ist Mahlzeit mit RTL, die Unterhaltung für euch zu Hause. Live aus Düsseldorf für euch zu Hause. Ja, Moment, 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 Moment. Und da musstest du immer so Telefonspiele machen, so mit Elvira aus Prüm in der Eifel und so. Und die war sehr schöne Erkennungsmelodie. Und eines Tages schickte die Firma von Chris Barber eine GEMA-Rechnung. Wir erlauben uns Ähnlichkeiten zum Hit Ice Cream festzustellen, überweisen die 100 Millionen Mark oder wir sprengen den Sender. Ja. Da war dann irgendwie der Komponist, für den man dafür bezahlt hatte und so, langwierige Prozessgeschichte und so. Das war die erste Sache in Düsseldorf im Keller. Genau, und langsam bist du dann zum Fernsehen gegangen. Hier haben wir ein Foto, wo du mit den ganz Großen der Branche zusammensitzt. Also Wahnsinn. Karl Dall, Sabine Christiansen, Heinz Schenk, die Dame daneben weiß ich leider nicht, vorne Katharina Valente. Genau. Und den Herrn nebendran war, glaube ich, der Manager von Katharina Valente. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß aber nicht, bei welchem Anlass das war. Nee. Ich glaube, es war eine Show, die ich moderiert habe. 50 Jahre deutscher Schlager. Ihr seid da in der kleinen Weltlaterne. Sagt ihr das was? Nein. Eine Berlin Kneipe. Oder wo? Ich weiß es nicht mehr. Und das hier war deine erste Fernsehsendung? Matzab. Ja. Wann ungefähr? 1988. Beim... Sender Freies Berlin. Beim Sender Freies Berlin, viele werden sich erinnern, ein schöner Sender, ein ruhiger Sender, ruhig im Sinn von konzentriert vor sich hin arbeitend. Co-Produktion mit dem WDR, mit Familien habe ich da so Spiele gemacht. Also nach der ersten Sendung hat man gesagt, mit Familien, das liegt dir vielleicht nicht so, wir nehmen Prominente. Ja, es war merkwürdig, es hieß, es käme so eine Aggression gegenüber diesen Familien rüber. Das wird ja immer besprochen dann mit den Redakteuren. Ja, pass auf, also wir haben festgestellt, der eine Junge und so, das kam irgendwie so ein bisschen herablassend, wie du mit dem geredet hast. Ist mir nicht bewusst gewesen. und dann hat man diese Normalbürger von mir ferngehalten und Prominente. So warst du auch am Anfang von Schmiteinander auch. Ne? Am Anfang hattest du da noch die Normalos, die auch von der Lippe bei So ist es hatte. Ja. Und, das war diese wahnsinnige Hypothek. Wir mussten ja mit Schmiteinander die Quoten von So ist es erreichen. Und das waren 35%. Und wir hatten 8 oder so oder 7. An guten Tagen 5. Und ja, es war nicht einfach. Die Sendung stand 10 Jahre lang auf der Kippe. Ja. Bis er dann in die ARD kam. Ja, bis in die ARD kam. Wir haben auch irgendwie, hatte ich ganz vergessen, wir hatten noch einen Ausschnitt von dir auf dem Sofa. Das muss auch Ende der 80er gewesen sein. Das lief zuletzt im Fernsehen auch unter wie auf dem Sofa? 400 Jahre Kabarett. Ja, da sitzt du auf dem Sofa und machst sowas. Wir können das mal kurz gucken. Komm her, ey. Ihr müsst meinen Kabarett-Politiker erfahren. Aber volle Pulle, ey. Sind voll bekloppt, ey. Wir werden nur vom Bekloppten regiert. Das war
Da hatte ich, glaube ich, kurz vorher ein Strasberg-Seminar gemacht. Ach so, ja. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Egal, ist lustig. Wieso egal? Nee, es ist doch egal, worum es geht, aber es ist lustig. Ach so. Ja. Ich dachte, es sei egal, diese Station meiner Laufbahn. Nein, natürlich nicht. Ja, aber es war ja toll eigentlich, oder? Es war nicht irgendwie übertrieben oder forciert. Nein, es war ist super auch irgendwie gespielt. Diese Ebenen. Ja, mehrere Ebenen, genau. Prächtisch, vorgeführt, ja. Klare Haltung zur Figur. Ja. Nicht auf Kosten von irgendwelchen Menschen mit leichten Defekten, sondern präzises Einfühlen in eine Figur. Und trotzdem, das ist wichtig als moderner Schauspieler, die eigene Haltung zur Figur distanziert darstellen. Genau. Hier hast du die nächste Sendung hast du auch mit dann direkt mit Prominenten gemacht. Das war Psst. Ja, das war Psst. 80 Folgen pro Tag aufgezeichnet. Im WDR. Im Panel saßen Elke Heidenreich, Ingolf Lück, Marile Milovic und Feuerstein. Super. Ja, also, legendär. Wunder mich, dass diese Sendung nicht wiederkommt. Ja. Ich hatte ein Geheimnis, es war toll. Weißt du, Menschen zum Beispiel, kann ich mich erinnern, einer hatte einen Kater da, Wunderkater Miki aus Lübeck. Der Mann kann um 4 Uhr morgens, muss in Lübeck aufstehen, hat den Kater in der Tasche gebracht und der Kater sollte durch einen brennenden Reifen springen. Und er saß da, ein dicker Kater, hat sich überhaupt nicht bewegt. Ja? Und der arme Normalbürger, das war dann wieder so, wo man mich auch mit Normalbürgern zusammengelassen hat, ja? Saß schweißgebadet daneben und sagte, mach, Kater hat er noch, Kater hat er noch. Aber der Kater machte nichts und dann schied er aus. Ja, das sollte man wirklich nochmal machen. Also ja, und es musste alles geheim gehalten werden dann. Die Aufnahmeleitung beim WDR, die Produktionsleitung, kam zum Beispiel Menschen, die haben Dinosaurier aus Bierbüchsen gebastelt. Ja? Ja. Kam dann meistens Vater mit Schwiegertochter aus der Eifel rangefahren in einem LKW. Und es durfte aber keiner wissen, welches Geheimnis das ist. Und dann rief der Aufnahmeleiter durch die Anlage, die Herrschaften mit dem Dino aus der Bierbüchse mal zur Probe. Also, man hat dann aber weggehört, weil sonst wäre es unfair gewesen. Ja, klar. Dann hier hast du eine extreme Matte. Das ist Miteinander. Das war die Zeit, als man das Decker wieder länger trug. Und das ist Miteinander mit Feuerstein. Ich weiß nicht mehr, warum er da in Privatklamotten kam. Ja. Normalerweise hat er Anzug an. Mit Feuerstein hast du ja dann auch irgendwie deine Kinokarriere gestartet. Richtig. Der Megabrüller. Nicht mit Leo, ein Kinofilm von Jürgen von der Lippe, mit ihm in der Hauptrolle. Und wir spielten Bischof und seinen Assistenten. Im Münsterland gedreht, 1994, bei 35 Grad und so. War eine ziemlich anstrengende Zeit, weil ich musste so eine Glatze geklebt kriegen und so lange graue Haare hinten ran und so. Und das war sehr aufwendig. Und deine nächste Kinorolle, die war auch sehr erfolgreich und sehr spektakulär. Das ist hier ein Foto von der Premierenfeier. Late Show. Von Late Show, genau. Ja, großartig, mit Helmut Dietl und Jasmin Tabe dabei, Thomas Gottschalk. Veronika Ferres. Veronika Ferres, Dieter Pfaff, Olli Dittrich. Und die anderen. Und all die anderen. Genau. Dann kurz nachdem du Miteinander angefangen hast, ist dir dann auch direkt Verstehen Sie Spaß, glaube ich, angeboten worden. Hier von Kurt mit... Das ist ja Kurt, wo wir mal zusammen essen waren. Ach so. Schau mal, da hänge ich mich bei Paola ein. Schau mal an, wie nass mein Hemd ist. Tatsächlich. Ich glaube, da war ich schon besoffen. Da ist mir, glaube ich, schon im Suff ein Weizenbier drauf. Vielleicht noch kurz ein Foto für die Presse. Ich weiß nicht. Oder ich habe geschwitzt aus Angst vor diesem Foto. Also ich weiß nicht. Es sieht auch eher aus wie Schweiß. Oder es ist, glaube ich, Schweiß. Erregt warst, oder? Es ist glaube ich, Schweiß. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Anlass das... es kann sein, dass es bei der offiziellen Übergabe war von Kurt, der ja die Show erfunden und zu einem unglaublich großen, eigentlich zum größten Erfolg, den die ARD je hatte, gemacht hat. Und der es dann an mich übergeben hat. Oft... gelitten hat, als er gesehen hat, was dann aus seiner Show wurde. Und jetzt aber, nachdem er sieht, was jetzt passiert, will, dass ich wieder zurückkomme. Genau. Bevor er dann die Show ja endgültig selber kaputt gemacht hat. Ich kann mich auch noch sehr gut hier an diese Schlagzeile erinnern. Da hattest du irgendwie von einem auf den anderen Tag sehr kurze Haare einfach. Ja. Also das war auch groß. Mega Knaller-Gag. Genau. Riesen Einfall, Haare schneiden lassen. Und
Und dann hatte ich mir eine Perücke machen lassen und in der Sendung bin ich aufgetreten, verstehen Sie, Spaß, mit der Perücke auf, es war kein Unterschied zu sehen, und habe mir die Perücke abgerissen und stand mit kurzen Haaren da und es war eigentlich der größte Lacher in allen Sendungen, die ich gemacht habe. Sehr gut. Von so. Michaela Cordes, guck mal, damals noch, hat an TV Panier geheiratet. Ach, wirklich? Ja, weißt du, der diese Filmfirma. Ja, ist klar, diese sind an der Börse, ne? Sind die nicht an der Börse? Die sind an der Börse. Ja, 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 die Firma. Und sie haben mittlerweile wieder geschieden. Ach so. Oft so. Gut. Und dann entdeckte dich Jörg Rabusch. Ja. Ja? Das war dann, das war die Idee von Freddy Kogel. Ach so, mittlerweile nicht von dem, Jörg. Nicht. Unserem Freund in der Geschäftsleitung. Und doch, und er rief Jörg Rabusch an, den Vorstandsvorsitzenden mittlerweile der Brainpool AG, und weil er sagte, das ist der richtige Mann für die Produktion einer solchen Late Show, wie wir das hier machen, war auch völlig richtig. Und ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass dieses Foto entstanden ist. Ich glaube, das sind so Pressefotos, die man macht irgendwie. Ich habe das. Dann haben wir sehr viele Sendungen gemacht. Bald haben wir ja die 1000. Sendung. Ja, bald haben wir die 1000. Wir haben jetzt nur eine ganz bemerkenswerte Sendung, die wirklich großartig war. Also, ja, wollte ich alle gerne dran zurückerinnern. Ja. In der Sendung waren Mario Adorf und Heike Makatsch zu Gast. Unvergessen. Ich merke jetzt, wie sich jetzt dieser Rückschau so ein bisschen schleppt. Es kriegt jetzt sowas von Südwest 3. weißt du, wo man so irgendwie den Lokalmoderator ehrt, ne? Eigentlich sitzt man in solchen Fällen an so einem runden Tisch mit so einer Blumendecke und steht dann nochmal auf und singt was oder so. Ja. Hast nicht den Eindruck, dass jetzt wird so ein bisschen... Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja jetzt gerade das Themengebiet Werbung. Dein erster Werbespot. Guten Tag, meine Damen und Herren. Welche Folge die Einwirkung von Feuer auf herkömmliches Glas hat, das darf ich Ihnen jetzt einmal demonstrieren. Das war aber keine Werbung, es war ein Schulungsvideo. Ach so. Wurde das nicht auf Messen oder so gezeigt? Nee, ich glaube intern, für die fabelhafte Firma Flachglas AG. Und ganz wichtig, brandaktuell, meine Damen und Herren, es geht hier um Sicherheitsglas, F30, F90. Wie lange Glas standhalten muss im Falle von Brand. Mhm. Und es war sehr gefährlich, weil ich war natürlich wieder technisch zu unbegabt. Ich hätte eigentlich mit diesem Brenner am Glas immer entlangfahren müssen, damit es gleichmäßig heiß wird. Und habe es zu lange auf einen Punkt gerichtet, Sie haben es gesehen, dadurch ist das Ganze explodiert und eigentlich durch großes Glück nicht komplett mir in die Schnauze geflogen. Ja, und dann halt eben der Höhepunkt deiner Karriere, das Mac-Schmidt-Studio. Ja. Ja. Das ist schön, da wird sich McDonald's freuen, dass wir hier nochmal im Teil der Show ausgiebig drauf. Ich habe es gern gemacht, McDonald's, tolle Firma, ich esse nach wie vor dort. Ja, muss ich wirklich mal sagen, und das haben die Jungs verdient. Sie haben damals wirklich absolut gut mit uns zusammengearbeitet. Und ich glaube, es ist eigentlich verboten, was ich hier mache. Aber ich würde sagen, auch wenn ich mittlerweile kein Geld für McDonald's mehr kriege, ich esse dort, es sind tolle Produkte, die schmecken, und gehen Sie am Wochenende mal mit der Familie hin. Ja.